Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3 und ich freue mich einfach schon, hier weiterzumachen. Aber bevor wir hier weitermachen, wollte ich erstmal noch ein bisschen rumgucken, ob es hier wieder was gibt. Mass Effect ist dann ja doch so ein bisschen... Das ist eine gesicherte Station. Wie ist Cerberus da reingekommen? Entdeckungsspiel. In einer Minute kommen Berichte von der Reaper-Invasion rein. Und in der nächsten herrscht Chaos. Ich habe anfangs nicht mal kapiert, dass es Cerberus war. Könnten Sie mit den Reapern zusammenarbeiten? Ich glaube nicht, aber möglich ist natürlich alles. Oh Mann. Das wär's ja auch mal. So. Nach oben. Sie haben den Fahrstuhl sabotiert. Suchen wir uns einen anderen Weg nach oben. Na, wunderbar. Wäre jetzt nicht so schwer gewesen, da über diese Gitter hochzuklettern. Aber da ist doch eine schöne Treppe. Da ist auch Munition, hey. So. Nee, falsch. Nein. Höher geht das nicht? Wo ist der? Da. Okay, können die das auch? Die können das auch. Na, wunderbar. Weißt du? Mein Sattel runter. Shepard, Entdeckung. Hey, was denn? Wir bleiben dran. Bravo Team Ende. Sollen wir immer noch aufräumen? Ja, ein paar Wissenschaftler leisten drüben. Der Fahrzeug bucht auf Widerstand. Holen wir sie uns. Sorry, machen wir nicht. Wow. Aua. Wow. Wow, 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 wow. Wer seid ihr Typen? Warum seid ihr hier? Mist. Kein Schuss hat getroffen. Okay, das hätten wir. Wir brauchen Zugang zu dem Laufband. Die Steuerung müsste in der Nähe sein. Ja, ich befürchte es. Oh, was haben wir denn hier? Ein Datenpad. Von Cameron Harrison an Exogeny. Miss Mika, danke für Ihr freundliches Angebot an neue und topmoderne Technologie. Wie bei allen bisherigen Angeboten Ihrerseits müssen wir auch diesmal ablehnen. Unsere Rechtsabteilung ist Ihre Vorschläge erneut durchgegangen und hat erneut festgestellt, dass sie nicht ausreichend sind. Kurzum, wir sind nicht interessiert. Verschonen Sie uns bitte mit Ihren künftigen großzügigen Angeboten. Aha. Was ist das denn? Achso. Verdammt, jemand hat das Sicherheitssystem manipuliert. Versuchen Sie, Zugang zu dem Laufband zu kriegen. Ich kann die Live-Feeds nicht freischalten, aber... Haben Sie das gesehen? Wer ist die Frau in dem Video? Das ist Dr. Eva Kaur. Sie kam vor etwa einer Woche an. Wie sieht's aus? Laufband ist abgeriegelt. Okay, sieht aus, als würde in der Nähe gebaut. So kommen wir aufs Dach. Von dort aus finden wir schon einen Weg. Okay, dann los. Na, wunderbar. Ein Medikit. Eine Technologie. Ariake-Technologie-Handschuh. Joa. Muss ja rausfinden, wie das hier mit dem ganzen Inventar geht. Aber das, denke ich, lässt sich schon machen noch. Wow. Der Sturm kommt näher, ja, gute Sache. So, wie sollen wir jetzt hier runter? So. Vielleicht über die Leiter, stimmt. Was zum Teufel? Anscheinend leistet die Allianz noch immer Widerstand. Diese Bahn führt ins Archiv. Wenn Cerberus das schafft, sind sie am letzten Sicherheitskontrollpunkt. Dann wollen wir genau dahin. Na, wunderbar. Immer voll rein, Shepard, ne? Immer voll rein. Der Sturm verursacht Störungen. Ich muss kurz Kontakt zur
hab nicht verstanden. James, wiederholen Sie. Wie ist Ihre Position? Diese Luftschleuse dürfte nicht offen sein. Sieht nicht so aus, als wäre Gewalt im Spiel gewesen. Mhm. Nein, Sie müssen die Sicherheitsprotokolle deaktivieren. Ich dachte gerade, ich hätte das Licht angemacht, aber ich glaube, es war automatisch. Raum abgesaugt, als Sie noch drin waren. Sie sind anscheinend bei dem Versuch gestorben, sich nach draußen zu kämpfen. Das ist brutal, sogar für Cerberus-Verhältnisse. Oh, da ist ein Datenpad. An Cameron Harrison. Cam, wer zum Teufel ist diese Frau, die meine Unterlagen durcheinander bringt? Sie soll von hier verschwinden. Ich lasse mein System nicht durch eine Pseudo-Expertin ruinieren. Die nächste Woche sowieso nicht mehr da ist. Ich hasse Fremde, die glauben, sie wüssten alles, aber in Wirklichkeit ist ihnen völlig egal, was wir hier erreichen wollen. Dr. Eva, soll das ein Witz sein? Haben denn alle vergessen, was letztes Mal passiert ist? Oh shit, was wurde hier gemacht? Nein, das macht ihr bestimmt nicht. Manches Glas kann zerbrochen werden, ja. Das da anscheinend nicht. Wow, das war ein Lockshot. Na, hallo. Oh fuck, ey. Okay, haben wir hier vielleicht mehr Geheimnisse? Eine Umweltsteuerung. Wir müssen erst den Druck im Raum herstellen. Und fertig. Wir haben den Zugang zu den Labors und das bringt uns direkt zur Bahnstation. Es gibt wohl eine Aufzeichnung davon, was hier passiert ist. Sicherheitsstation, bitte kommen. Wir sehen hier unten einige seltsame Aktivitäten. Sicherheitsprotokolle wurden gestartet. Alles ist abgeriegelt. Doktor, Bericht kommt, sobald... Jetzt wissen wir, wie Cerberus sein kann. Ich hätte es merken müssen, als ich sie traf. Doch ich war so konzentriert, einen Weg zu finden, wie die Reaper zu stoppen sind. Geben Sie sich nicht die Schuld. Die Reaper aufzuhalten ist auch das Einzige, was uns zurzeit interessieren sollte. Es ist nicht Ihre Schuld. Aber wenn wir uns irren, was ist, wenn es keinen Weg gibt, sie aufzuhalten? Und wenn das unsere letzten Tage sind und wir versuchen, ein Problem zu lösen, für das es keine Lösung gibt? Ach, Liara. Ich weiß, sowas sollte ich nicht denken. Wie machen Sie das? Selbst in den schlimmsten Situationen waren Sie stets auf das Ergebnis konzentriert. Ich habe viel, wofür ich leben kann. Wenn so viel auf dem Spiel steht, denke ich daran, was ich verlieren würde, wenn ich versage. Das ist eine schreckliche Last. Wir werden Sie aufhalten, Liara, gemeinsam. Danke, ich will Ihnen glauben. Okay, Tür ist offen. Wir können zu den Labors gehen und dann zur Bahnstation. Gut, los geht's. Da muss ich noch die Muni mitnehmen. So. Ach du Scheiße. Also eine korrupte Ärztin. Was? Was? Aha. Interessant. Achso, Maschinenpistolen und schwere Pistolen. Ah. Ich verstehe. So funktioniert das mit dem Inventar. Ah ja, das ist natürlich nett. Haben das die anderen auch? Nö. Die kriegen lieber schnellere Waffen. Wow. Ein Datenpad an Mike O'Sullivan. Hey, Dummkopf, ich frag dir gar nicht, dich gar nicht, wie es dir geht, weil die Jungs da unten im Lager ja wohl inzwischen alle einen Schnupfen habt.
Ich weiß, dass eure proteanischen Dinger faszinierend sind und so, aber ihr müsst trotzdem mal auf Nachtschichten verzichten und euch eine ordentliche Mütze Schlaf gönnen. Echt jetzt. Jedenfalls habe ich eure letzten Funde ans Hauptquartier auf der Erde weitergeleitet. Und die haben einen Druckverlust. Warne sicher, was? Oh Gott. Ultraleichte Materialien. So, jetzt, das ist bestimmt so eine Mod, ne? Wie konnte ich das denn jetzt nochmal öffnen, das Menü? Hauptmenügruppe? Wir haben Punkte. Oh. Guck mal. Nö, dann lieber den Schaden selbst erhöhen. Die hat auch noch Punkte. Die kann sie auf Betäubungsschuss machen. Oh, und Liaba hat noch... Ach ja, stimmt, die hat ja noch gar nichts. Singularität macht sie erstmal. So. Hier, die macht stattdessen die Dauer. Und... Weiter das Singularitätsfeld. Nee, macht sie da mal eine Explosion rein. So. Und... Hier rein Probiotik geht ja auch immer. So. Perfekt. Ich weiß halt nur immer noch nicht, wie das genau jetzt... Aber das finden wir schon heraus, wie das mit den Waffen geht noch. Was jetzt auch noch nicht so schlimm ist. Weiß ich nicht, aber ich würde sagen... Pech gehabt. Oh, die haben Schilde. Nice. Das ist natürlich auch was Nices. Oh, ein Datenpad. An Sandoval Fletcher. Ja, ich weiß. Zwei externe Spezialisten in derselben Woche. Ist ziemlich verrückt. Aber Hudson, ich habe von dieser Asari schon gehört. Sie ist sehr bekannt und hat großartige Forschungsergebnisse über die Proteaner veröffentlicht. Über diese Dr. Eva weiß sie nichts. Aber Liaba Tsoni, die ist echt. Ich lege einige ihrer Arbeiten über proteanische Kultur bei. Lesen Sie sie. Wenn Sie damit fertig sind, werden Sie mir beipflichten. Ich kann es kaum erwarten, bis sie uns vorgestellt wird. Wirklich sehr faszinierend. Ja, die Tsoni ist schon eine nette... Wow. Das war ein Fehler. Die kriegt mal... Ah, hier. Komm schon. Gott, Mensch. Mensch, Mensch. So. Wow, wow, wow. Oh, Kacke. Ah, es geht schnell mit dem Aufladen hier. Ich bin erstaunt. Oh Gott, da hat jemand einen Raketenwerfer. Wenn es richtig ausgesehen hat zumindest. Oh, shit. Na, 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 na. Ich glaube, hier hinten wäre vielleicht sogar ein Scharfschützengewehr ganz nützlich mal. Na, wunderbar. Ja, jetzt auch nichts mehr. Wir kommen näher, Pistole. Ich habe das Gefühl, ich werde hier öfters die Waffen wechseln, weil es ist, die sind alle ganz nice. Aber bei Mass Effect 1 hat es mich ja gestört, dass man damit nicht so gut zielen konnte mit allen außer der Pistole. Was hier ja nicht mehr so der Fall ist. Ja, von der Seite bringt ihnen ihr Schild nichts. Naja. Na. Was soll denn das? Jetzt wird er noch von innen getroffen. Das ist ja... Oh, Briefschlitz. Haha, das ist das, wenn man das Schild schießt, anscheinend. Sehr nice. Wow. Das könnte jetzt gefährlich werden. Da hatte ich Glück.
Eieieiei. Was ist das für ein Geruch? Sie haben soeben die Dekontaminationsprotokolle aktiviert. Obwohl die Belegschaft noch drin ist. Na, denen wird das auch egal sein. Weil wir können hier nicht raus. Und jetzt? Raumschilierungssteuerung, sehr schön. Wow. Höhe. Nice. Ach so. Schrotflinte, Großkaliberlauf. Nice. Ohne ist das hier noch keine Schrotflinte. Ausgegrabenen Relikte untersucht. Was haben Sie gefunden? Mehr als ich in einem kurzen Gespräch erläutern kann. Und dabei haben Sie nur an der Oberfläche gekratzt. Es gibt Gewölbe mit proteanischen Datenschätzen, die noch nie studiert wurden. Ja. So, persönliche Notizen. Wir konnten noch nicht viel, eigentlich gar nichts von der Sprache entziffern, aber die visuelle Dokumentation gibt uns einen Anhaltspunkt, was sie wohl erforscht haben, nämlich uns. Sie scheinen besonders an der Evolution des Cro-Magnon-Menschen interessiert zu sein, ausgehend von der Organisation ihrer Daten und den vorgenommenen Markierungen. Es mutet etwas fantastisch an, so etwas zu schreiben, aber alles deutet darauf hin, dass sie eine Kurve der intellektuellen Entwicklung des Menschen erstellen wollen. Wollten. Nicht wollen, das ist vielleicht wichtig in dem Punkt. Ja, und jetzt? Da kommen wir nicht durch. Ach, warte. Ha, ha, ha. Wow. Jetzt muss ich gucken. Ich muss ja irgendwie... Boah, wie mache ich das denn? Das sieht, glaube ich, gut aus. Nee. Reicht noch nicht. Shit. So. Jetzt müsste das Ganze an die Tür nämlich kommen. Ne. Lauf nicht im Weg. Jetzt aber. Auch eine sehr komische Desinfizierungsmethode mit so einem Schild einfach nur. Das ist die Bahn. Die bringt uns direkt zum Archiv. Cerberus hat bestimmt alles abgeriegelt. Hoffentlich können wir das in der Sicherheitsstation rückgängig machen. Es ist gleich hier. Zum Bahnkontrollzentrum. Oh, was haben wir denn hier? Eine M23 Katana. Bewaffnung ändern. Ach, guck mal, da kommen wir irgendwie da rein. So, und womit haben wir jetzt eine andere Waffe? M23 Katana. Ach, das ist die Schrotflinte. Ach so. Ach so. Irgendwie kann ich bestimmt auch noch die Waffenmods machen, aber... So, das ist Shepard, das ist Liyama. Und das ist Ashley. Okay, ich glaube, ich verstehe so ein bisschen das Waffenprinzip. Ja. Oh shit. Achtung! Ohne Witz. Ist das der einzige Zugang? Der einzige, den ich kenne. Wir umgehen es. Geraten Sie nicht ins Visier. Ich gehe zuerst. Ohne Witz, wirklich? Hat er das gerade gesagt? Sie nicht erfassen. Na, wunderbar. Ah, wie und dann... Ah, guck mal. Verdammt. Das ist nicht schlecht. Hier auf. Oh nein. W und dann E halten.
Oh Gott! Halten Sie A und E GFA, um zu hechten, okay. Wow. Wow. Das Geschütz kann von hier aus nicht auf uns schießen. Oh oh. Ich muss da mit der Deckung noch ein bisschen klarkommen wahrscheinlich, aber das ist nicht so schlimm, das kriegt man hin. Ah, jetzt verstehe ich, was da mit Rot gemeint ist. Ah. Oh oh. Gar nicht gut. Ich glaube, ich brauche eine andere Waffe. Tag hier. Wow. Wir können sie nicht aufhalten. Wir haben sie aufgehalten. Na, wunderbar. Okay, nice. Nice. Verteidigung errichten. Niemand sonst darf rüberkommen. Wir haben noch Teams auf der anderen Seite. Niemand. Und schalten Sie die Kameras ab. Sie haben es wohl bis ins Archiv geschafft. Und es sieht nicht so aus, als würden Sie in nächster Zeit eine Bahn schicken. Kriegen Sie das hin? Das Archiv läuft über ein anderes Netzwerk. Wir sind komplett isoliert. Nicht komplett. Was wäre, wenn wir einen Kurzstreckentransmitter fänden, von Helm zu Helm? Und dann? Und dann überzeugen wir Sie davon, dass wir zu Ihnen gehören und die Allianztruppen erledigt haben. Gute Idee. Sehen Sie mal nach, ob Sie was finden. Was? Der Lieutenant Commander ist inzwischen kompetent. In der Tat. Commander, ich habe was gefunden. Was haben Sie? Er hat einen Transmitter in seinem Helm. Wenn ich... Oh, oh Gott, er sieht aus wie ein Husk. Nicht ganz. Aber Sie haben garantiert irgendwas mit ihm gemacht. Verändert? Von Cerberus? Aber die treten doch für die Menschheit ein. Und jetzt tun Sie Ihren eigenen Leuten sowas an? Das hätten Sie sein können, Shepard. In meinen Gedanken hat Cerberus genau das mit Ihnen gemacht. Ich kann Sie nicht zwingen, mir zu trauen. Sie glauben, ich bin wie er? Wie können Sie mich mit diesem Ding vergleichen? Ich weiß nicht, was Sie sind, seitdem die Sie in den Fingern hatten. Sind das wirklich Sie? Würden Sie es überhaupt wissen, wenn die Sie irgendwie kontrollieren? Das ist nicht fair, Ash. Ich sage nur, was ich denke. Sie müssen mir nicht antworten. Sie könnten sowieso nichts sagen, was mich überzeugt. Ich brauche wohl nur etwas Zeit, um Sie neu kennenzulernen. Ich habe mich nicht verändert. Ich bin dieselbe Person wie immer. Die Zeit wird daran nichts ändern. Aber ich verstehe, wenn Sie sie brauchen. Danke für Ihr Verständnis. Schon gut. Mal sehen, ob wir die Bahn dazu kriegen, herzukommen. Hallo, hier Delta-Team. Ist da jemand? Wo zum Teufel waren Sie? Vergessen Sie's. Wie ist Ihr Status? Wir sind an der Bahnstation und warten auf Exfiltration. Alle Feinde neutralisiert. Verstanden. Echo-Team kommt zu Ihnen und sichert die Station. Glauben dies? Wenn nicht, werden Sie es schon bald durchschauen. Wir sollten in Position gehen, um Sie zu flankieren, wenn Sie aus der Bahn aussteigen. Gute Idee, Lieutenant. Kann ich überhaupt speichern? Ich kann speichern. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Und tschüss.